Es ist der 29. März 2023. Wir haben den dritten Tag in der Mottowoche und Nelson wird klar, dass der Spaß, den er im Moment hat, nicht lange halten wird. Da zumal die Mottowoche in 2 Tagen um sein wird, da danach 3 Wochen Ferien sein werden, in denen wir höchstwahrscheinlich keine Zeit haben werden, sich mit Freunden zu treffen. Als Nelson Julia nach einem Bild mit ihr und Carla fragt, falls es eins gibt, jedoch keins bekommt, weil es keins gibt, ärgert sich Nelson darüber, warum er sich nicht einfach selbst darum gekümmert hat. Natürlich weiß er, dass es tausende von Bildern mit ihm gibt. Daraus muss immer eins gemacht werden. Da wird Nelson klar, dass es wahrscheinlich nie wieder so sein wird. Wahrscheinlich wird es später keine lustigen Bilder wie heute geben. Und das Schlimmste wäre, wenn wir uns alle vergessen. Und an diesem Tag entscheidet sich Nelson dazu, für jeden seiner Freunde einen Song zu machen. Er weiß natürlich, dass es nicht für jeden seiner Freunde geht. Also überlegt er sich die Personenauswahl genau. Personen, die sein Leben geprägt und zum Positiven verändert haben. Nelson möchte einen Song, den man sich immer anhören kann. Ein Song, der immer da sein wird. Ein Song, wo bei den betroffenen Personen Tränen fließen. Ein Song, der die letzten 3 Jahre so gut wie möglich zusammenfasst. Am 5. April 2023 beginnt er in seinem Home-Studio den ersten Track aufzunehmen, nachdem Julias Lyrics bereits aufs Blatt gebracht wurden. Er schreibt Erinnerungen. Im Laufe der 3 Monate versucht Nelson Anspielungen auf seinen Privat-Privat-Account zu machen, dass bald ein Track über ein bzw. mehrere seiner Freunde rauskommt. Wie diese Anspielung. Oder diese. Oder diese. Doch es scheint, dass niemand darauf kommt. Besser für Nelson, denn so ist der Teil der Überraschung auf seiner Seite. Ich schulde kurz Andre in die Booth für ein paar Worte. Was geht? Ja, was soll ich sagen? Ich nehme die Zeit, die man zusammen verbringt, halt sehr ernst, weil ich weiß, dass jeder jetzt eigene Wege gehen muss. Und ja, außerdem liebe ich einfach, mir solche Ziele, solche Projekte in den Kopf zu setzen und sowas halt am Ende zu verwirklichen, sowas zu Licht zu bringen dann. Ich weiß, ich habe jetzt circa 85 Stunden in dieses Projekt gesteckt. Das Beste daran ist halt, dass diese 85 Stunden, die halt einfach für ewig bleiben werden. Das heißt, selbst Julia, du kannst das Lied auch mit 92 noch hören, genauso wie Carla oder Edward oder Ilona. Und die werden immer an mich denken, wenn die das Lied hören, beziehungsweise die Lieder hören. Und ich weiß, dass ich immer an euch denke, auch ohne Lied und vor allem an dich denke. Und deshalb schreibe ich noch.